Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich stehe gerade mitten in der Amper und bin am Fliegenfischen, habe gerade eine schöne Bachforelle gefangen. Und jetzt habe ich aber hier am Ufer auch gesehen, dass es hier den japanischen Knöterich gibt. Und den werde ich jetzt mal ernten und mal gucken, was ich draus machen kann. Das ist total schön hier. Man sieht hier, das ist ein ganz flacher Bereich. Und hier am Ufer sieht man, dass da ganz viel von dem Knöterich ist. Und wenn man genau hinguckt, kann man auch erkennen, dass der jetzt richtig cool hier unten austreibt. Und die Sprossen hier, die sind perfekt. Schaut mal, die kann man einfach so rausbrechen. Die haben relativ viel Säure. Ich glaube, es ist auch Oxalsäure wie der Rhabarber und so ähnlich kann man sie auch verwenden. Das mache ich jetzt mal. Ich werde mal ein paar ernten und dann schaue ich mal, was ich daraus mache. Vielleicht erstmal sowas Art Marmeladiges. Keine Ahnung. Ich habe es nämlich schon mal versucht und es hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Also jetzt mal ganz frisch. Der japanische Knöterich ist eine invasive Art, die sich hier an den Gewässern total ausbreitet. Das heißt, ihr könnt ernten so viel ihr wollt, weil die wirklich lästig und schädlich sind für unsere Vegetation. Wichtig ist wirklich, dass die jung sind, wenn ihr sie pflückt. Ihr könnt die richtig gut erkennen, weil die eben wie Rhabarber auch diese typische Rot-Grün-Färbung haben. Und jetzt schaut mal, was ich alles gefunden habe. Den Knöterich habt ihr ja noch mitgekriegt, dann wurde es langsam zu dunkel. Und dann habe ich aber auf dem Heimweg noch was gefunden, was ich liebe. Das ist nämlich Hopfen. Der fängt jetzt an auszutreiben und ist eins meiner absoluten Lieblingswildgemüse. Dazu gibt es auch ein Video. Und hier ein paar Brennnesseln und noch ein bisschen Springkresse als Salat. Hier ist meine schöne Forelle. Und dann habe ich hier noch wilden Schnittlauch gefunden. Die Forelle werde ich braten und da kommt innen rein der missglückte Aufstrich von gestern. Das ist einfach Creme fraiche mit Bärlauchpaste vom Bärlauchöl, der Rest. Das kommt ein bisschen mit innen rein. Und jetzt habe ich noch was vergessen. Hier habe ich nämlich an der Amper auch noch das bittere Schaumkraut gefunden, Verwandte von der Brunnenkresse. Ist ein bisschen kräftiger als Brunnenkresse. Ihr erkennt sie daran, dass der Stiel nicht hohl ist. Bei der Brunnenkresse ist der Stiel hohl. Und dann habe ich hier noch Knoblauchsrauke, die ist gerade absolut perfekt. Jetzt ist sie ein bisschen ramponiert, weil sie in der Tasche war. Aber die ist super für einen Salat. Das hier ist Taubnessel. Die gehört hier rüber zur Brennnessel. Ja, ich mache mich jetzt mal ans Kochen. Als kleine Vorspeise gibt es bei mir jetzt. Ihr wisst, ich bin Nose-to-Tail-Köchin. Ich verwende alles vom Fisch, also fast alles. Das hier ist die Leber von der Forelle. Das hier sind die Rogen von der Forelle. Das ist das Herz. Und dazu gibt es hier unten ein bisschen mit angeschmorte Taubnessel, dazu ein Blatt Knoblauchsrauke. Dann ist hier ein Kräutergelee dabei und Bärlauch. Nein, es ist nicht das Öl, das ist der Satz vom Bärlauchöl, der was ich gestern gemacht habe. Und die Forelle ist auch fertig. Die gibt es bei mir einfach in der Pfanne gebraten, mit ein bisschen von dem Hopfen minimal blanchiert und dann mit Zitrone und Parmesan. Hier ist Brennnessel, Taubnessel mit ein bisschen von der Creme fraiche mit Bärlauch von gestern, mit ein bisschen Peperoncino. Und dazu gibt es einen Wildkräutersalat. Und viel mehr braucht es eigentlich nicht. Na gut, ein gutes Glas Wein noch. Habt einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis bald. Ciao.